Wir müssen ein paar Dinge tun, die den Menschen nicht gefallen. Das geht nicht annähernd weit genug. Also müssen wir wohl zu ein paar Grundlagen zurück und uns nochmal einige der Fakten vor Augen führen. Sir, Nein. Ich spreche zuerst. Dann dürfen Sie sprechen. Ich bin Teil einer Generation, auf die ich nicht stolz sein kann, weil sie Werte bedroht, für die ich schon mit 19 stand. Die für mich heutzutage gelten wie vor 90 Jahren, entkoppelt von Deutschlandfahnen und Eurostaaten. Zumindest in meiner neuronalen Physiologie. Leg ruhig alles auf die Goldwaagschale, wie ich's formuliere. Aber sollte man mich fehlinterpretieren, sehe ich die Schuld für hermeneutisch falsche Vorgangsarten sicherlich bei mir. Und jetzt frag, was mein Problem ist, und ich sag dir all die Adoleszenzkrisenopfer hier sind nicht mehr hart genug im Nehmen, sondern klagen über jedes noch so harmlose Wehwehchen. Als würd sich jeder dumme Spruch durch Mark und Knochen fräsen und sie tief treffen mitten in der Tumblr-Blogger-Ära. Es wäre jeder flache Witz direkt eine skandalöse Geste gegen Radgruppen und Ethnien aller Art. Doch der Witz ist, sie konterkarieren es mit AfD-Polemik. Ja super, macht ihr das, ihr könnt die maßgebenden Themen nicht mehr zwischen all den Bagatellen sehen, weil wir nicht mal in der Lage sind, mit staatlichen Befehlen eine Pandemie zu lösen. Bleibt der Westen ein Lachgarant für Chinesen, die sich überlegen fühlen mit Sozialkreditsystemen. Und wer könnt ihr das verübeln, wenn die Zahlen es belegen? Muss ich da noch was ergänzen oder lass ich das so stehen? Ach komm, ich lass das mal so stehen, wir können ja gerne drüber reden. Können wir nicht bei meiner Manhunter-Ära. Ich hinterlasse hier nichts außer verbrannter Erde. Verbrannte Worte gegen Hilfeschreie. Ich räucher diese Welt aus ihrer Midlife-Crisis. Besser du kennst deinen Plan. Andernfalls dreh ich dich über den Erdscheibenrand. Und eure Generation Z wird komplett ausgelöscht von diesem Spider-Man in Black. Und das Abschlachten hat begonnen. Ich war schon hier, da lag im Osten noch ein Hauch von Diktatur. Also was willst du mir sagen, du 2000er Geburt? Ich sag nur Augen zu und durch. Ich geh an gegen die Herdenplage. Setz dich hin, hör zu. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ihr wollt ein weltoffenes Internet haben. Doch wer Intoleranz nicht toleriert, ist am Ende des Tages halt auch nur intolerant. Ich find das intolerabel. Schau, hinter jeder guten Absicht steckt auch viel Ignoranz. Meine Generation wusste noch, man füttert keine Trolle. Nicht von heute wird da direkt ein verübtes Cybermobbing. Und eine Diskussion auf einem bescheidenen Niveau ist ihre Vorstellung von Engagement. Das war für Gleichberechtigung, doch das ist auch nicht mehr als öffentlich, um Likes zu betteln und anderen vorzuführen, man sei Mutter Teresa. Doch bei den meisten kommt der Seitenwechsel nur eine Pubertät später. Und ganz ehrlich, sag ich dir, meine Meinung ist das Kunst. Jeder süße Duft nach Freiheit hat ein bitteres Ende, denn wer nach Meinungsfreiheit schreit, ergänzt meist bitte in Grenzen. Ich halt weder was von Menschenrechtskommissionen noch deren Demonstrationen und gender den Vollidiot. Innenstärkchen, ich bin eine Kunstgröße und erlaub mir weiter alles. Ich lass mich nicht mundtöten, ihr Hurensöhne, aber kann ja nicht jeder so ein Arschloch sein. Also ich meiner Arschloch braucht ja auch irgendjemanden zum nach unten treten. Bei meiner Manhunter-Ära. Ich hinterlasse hier nichts außer verbrannter Erde. Verbrannte Worte gegen Hilfeschreie. Ich räucher dieser Welt aus ihrer Midlife-Crisis. Besser du kennst deinen Plan. Andernfalls dreh ich dich über den Erdscheibenrand. Und eure Generation Z wird komplett ausgelöscht von diesem Spider-Man in Black. Bei meiner Manhunter-Ära. Ich hinterlasse hier nichts außer verbrannter Erde. Verbrannte Worte gegen Hilfeschreie. Ich räucher dieser Welt aus ihrer Midlife-Crisis. Besser du kennst deinen Plan. Andernfalls dreh ich dich über den Erdscheibenrand. Und eure Generation Z wird komplett ausgelöscht von diesem Spider-Man in Black. Soll das eine Botschaft sein? Möglicherweise. Was für eine? Dass Gehorsam viel billiger ist als Dickköpfigkeit. Massaker, ich zerleg deine schimmelnde Moralkeule zu Brennholz. Schenk dir reinen Wein ein mit Essigsäure im Abgang und wisch mir danach dein hochgewirktes Inneres vom Trenchcoat.